Lasst mich mal was ausprobieren. Wo haben wir denn unseren Granatwerfer? Wir hatten noch einen Granatwerfer. Ach, hier. Wenn wir auf die 7. Okay. Gut, der hat ordentlich Wumms, der Raketenwerfer. Autsch! Eieiei. Also Dynamit werfen muss ich auch noch üben. Und wir haben wieder ein Level Up. Reparieren würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall mal auf 25, damit wir zum Beispiel diese Bärenfallen entschärfen können. Und dann 8 Punkte aus Sprache, dann haben wir die auch auf 40. Und nehmen den letzten Rang von Heller Kopf. Dann bekommen wir schon insgesamt 30% mehr XP, EP, wie auch immer. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und wo ist der Typ, den wir mit dem Granatwerfer entsorgt haben? Muss doch hier irgendwo sein. Oder war das der und der hat das Ganze überlebt? Könnte natürlich auch sein. Okay, Aufzugknopf. Der Aufzug ist kaputt, aber er sieht reparierbar aus. Reparieren von mindestens 35 erforderlich. Nee. Fackel wäre hier sehr hilfreich in dem Spiel. Ich kann ja mal schauen, ob ich einen Mod finde, der das Pip-Boy-Licht ein wenig heller macht. Aber ansonsten. Wartungstür, ja, und die Trichfähigkeit ist nicht hoch genug. Können übrigens mal speichern, ist mal schon Stufe 5. Geht am Anfang richtig schnell. Nuka-Cola. War ja, wobei, da können wir doch gleich mal eine Sunset Sarsaparilla trinken, oder? Da oben hoch will ich eigentlich noch nicht. Wow! Reicht schon. Ja! Au! Wow, jetzt macht mal halblang. Hilfe! Alter. Stimpack, bitte. Haben wir hier ein Stimpack? Na klar, haben wir Stimpacks. Sonst noch wer? Hey, da scheint Deputy Beagle zu sein. Zu dir kommen wir gleich. Was das? Wow! Ja. So viel dazu. So muss es eigentlich laufen. Was ist dabei? Der Quest in Good Springs? Was da los war, ich weiß es nicht, aber so läuft das Ganze doch schon wesentlich besser. Ein ganz schönes Massaker, das wir hier angerichtet haben. Aber sie wollten es ja nicht anders. Immerhin bekomme ich hier so schön Munition. Und ich kämpfe am Anfang recht gern mit Dings Nahkampfwaffen. Da man Munition
nicht überall und in Massen findet. Ah, das Sunset Sarsaparilla hat jetzt nachgelassen. Und wir haben volles Leben, das ist gut. Hier gibt es schon drei neue. Erste-Hilfe-Kasten, auch gut. Hey, Deputy. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Du hast eine interessante Art zu sprechen, Deputy. Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Haben Sie Informationen über Kahne, die mit einem Kerl in einem karierten Anzug unterwegs sind? Na, lassen wir ihn erstmal frei. Wir sind ja nett. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Klar, laufen Sie nur weg. Eine große Hilfe wären Sie wohl eh nicht gewesen. Kann ich ihm nicht einfach sagen, okay, muss ich so unfreundlich Dann sein? beuge ich Na mich gut. Ihrem überlegenen Urteil, was Charakter und Talent für bewaffnete Konflikte betrifft. Man sieht sich draußen. Ja, ich folge dir gleich, weil wir haben, weswegen wir gekommen sind. Also schleichen musst du nun wirklich nicht. Wir haben hier kräftig aufgeräumt. Wobei hier ein paar Aufräumarbeiten seitens einer Putzfrau sicherlich nicht schaden würden. Komm schon, Deputy. Kalum, Kalum. Dieser Gang hat was von einer gewissen zweifelhaften, schizophrenen Howdy. Kreatur aus Herr der Ringe. Howdy, wieso bedrohen mich immer alle mit der Waffe? Und es sieht so aus, als hättest du einen Schuss ins Knie oder einen Pfeil ins Knie oder irgend sowas abbekommen. Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt, nicht wahr? Ja, wir Mich vor selbst allem. aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Ja, wir brauchen einen neuen Sheriff. Und ich weiß nicht, ob der sich so gut als Sheriff macht, aber er ist der Nächste in der Rangfolge. Oh nein, ich bin nur der Deputy. Und ich kann kein Deputy sein ohne einen Sheriff. Das nennt man Befehlsverkettung. Was für Qualifikationen braucht denn ein Es Sheriff? sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Von. Ja. Bei Yoda gelernt Grammatik du hast, mein lieber Freund. Ich werde helfen, Recht und Gesetz in Prim wiederherzustellen. Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein. Sie könnten auch den RNK-Menschen da drüben überreden, die Stadt unter seinen Fittich zu nehmen, obwohl Kriegsrecht nicht ganz so amüsierlich klingt. Schon Glück gehabt Warte bei der mal. Suche nach einem Sheriff-Kandidaten für uns? Das Wichtigste fast vergessen. Können Sie mir etwas über den Mann im karierten Anzug sagen, der hier vorbeigekommen ist? Ach ja, meine Erinnerung ist schon viel klarer, jetzt wo ich entbunden bin. Ich sammelte Aufklärung und Informationen über einige Pulverbanditen. Da kamen die Großkahne mit ihrem Freund im Anzug. Sie sprachen über eine Lieferung von einem Kurier. Ich nehme an, das waren Sie. Sie sagten, Sie seien unterwegs über Nipton nach Novak, um dort eine Kontaktierung wahrzunehmen. Okay, also es sind Nipton und Novak unsere nächsten Ziele und ich sehe hier irgendwo. Pulverbandit! Lass Deputy in Ruhe! Oh, wieder schön viel teures Zeug. Und sogar ein super Stimpak. Not bad. Und unsere Traglast ist jetzt fast am Maximum und nicht ernsthaft. Der Kerl hat einfach den Deputy erschossen. Ja, so geht es ja nicht. So geht es ja echt nicht.
Und hier haben wir das letzte Mal gespeichert. Sind Moment, Sie machen wir es zufällig im gekommen? Schnelldurchlauf. Ja, hey Deputy, bla bla bla. Ich werde Sie jetzt freilassen. So, jetzt kümmern wir uns zuerst um diesen Typ. Und der Deputy hat alle Zeit der Welt, um nach draußen zu gehen. Der Ladebildschirm hat sich zum Glück nicht so viel Zeit genommen. Na, komm her! Ja, da haben wir jetzt aber gerade ganz schön Schaden gefressen. Tja, so kann's gehen. So, nochmal alles schön einsammeln. Jetzt kann der Deputy hoffentlich gefahrlos das Gebäude verlassen. Da ist er ja auch schon. Nun, das war ja ein ziemliches. Ja. Die RNK. Ah, ja. Schon Glück gehabt bei der Suche nach. Sie sprechen. So viel dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu Johnson oder irgendjemandem und verkaufen wieder ordentlich Zeug. Dü-dü-dü-dü-dü. Steve, wer bist denn du? Well, I'll be damned. I heard through the grapevine you was still a kicking. Hoped you might show up here. Wer bist du überhaupt? Was willst du von mir? Well, word is you damn near come back from the dead. Damn miracle if you ask me. Ja, von der Kugel im Kopf habe ich auch noch ganz schönes Kopfweh. I bet you do. Way I figure it, you either got a golden horseshoe stuck up your ass or an angel on your shoulder looking out for you. Either way, that kind of talent might come in handy on a project I'm working on. You interested? Kommt drauf an, was für ein Projekt und wer bist du überhaupt, Steve? Sorry about that. Reckon I got ahead of myself. Name of Steve, as in Bison Steve? Yep. That old place has been in the family for years, and I aim to rebuild her. But I need your help. Them goddamn convicts took over the town and got us locked up in here tighter than a virgin at Gomorrah. Ja, ich habe schon Bekanntschaft mit dieser Pulverbande gemacht, als wir hier reingekommen sind. Hell yeah. Now that's what we need around here. Somebody to take the damn Brahmin by the horns. That fucking Beagle's a pussy. Anyhow, I need that hotel cleared out and Granny's blueprints brung back to me. They's locked up in her safe up on the second floor. After that, you'll have to make sure things is peaceful enough around here for the town folk to get back to work. But the first thing I need is in blueprints. What do you say? Na, du hast mir noch nicht gesagt, was ich dafür bekomme. A whole lot of fucking caps, that's what. There ain't no casinos or a decent room around here for miles. If we can get some law in this town and get the old place fixed back up, we'd be set up to make a shitload of cash. You know what that makes us? That makes us partners. You ever wanted to stake in a casino? Here's your chance, partner. Okay, dann lass uns loslegen. Well, hell far. I was right about you after all. Listen, it ain't much, but here's a little stuff I stashed away for a rainy day, just in case. Come back and see me when you got them prints and we'll go over the rest of the plan. Damn, I almost forgot. You'll need this key. Good luck and be careful. Kein Problem. So, und wir haben eine neue Quest bekommen, der Anfangsquest, um das Casino, in dem wir gerade waren, Hotel zu restaurieren. Und als erstes müssen wir alte Pläne für die Restaurierung finden von Steves Großmutter.
Mutter, glaube ich, und natürlich die Stadt von den restlichen Pulverbanditen zu befreien. Das ist so ziemlich die erste Mod-Quest, die wir jetzt hier annehmen. Mal von den Dings abgesehen von der Implantatsgeschichte, wo wir angefangen haben, was ja nicht wirklich ein Quest war. Aber wie es hier weitergeht, wir werden das auf jeden Fall gleich machen und Sachen verkaufen und so. Das machen wir dann alles in der nächsten Ausgabe, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout New Vegas. Bis dahin machen wir eine Speicherung. Wir sind erst Stufe 4. Wie komme ich auf LP05? Egal. Auf jeden Fall macht's gut, Freunde, und wir sehen uns das nächste Mal. Beziehungsweise vielleicht auch schon bei der Aufnahme, die ich gleich machen werde. Ciao.